Moin miteinander. Hallo Leute. Samstag, 16 Uhr. Willkommen. Ja, ich bin noch ein bisschen platt von der Nachtschicht. Wenig geschlafen. Und wollte gerade am Deutz die Elektrik weitermachen. Und das werde ich auch gleich tun. Ich werde jetzt noch mal kurz ein Filmchen drehen. Heute ist Freitag. Ne, nachher noch ein bisschen schneiden, hochladen, fertig machen, damit wir Samstag ein bisschen was gucken können. Und eigentlich war der Plan, heute mal nichts zu tun oder keinen Film zu machen. Aber es kommt halt immer anders, als man denkt. Genau, der Deutz ist ja hier noch aufgebockt. Ich kann die Räder ja noch drehen. Wollte gerade mit dem Wagenheber den alten Trecker anheben. Und ja, der Wagenheber hat ja hier so eine alte Pumpstange. Die kann man hier drehen. Dann hat man unten ein Gelenk. An diesem Gelenk dreht man hier die Pumpe auf und zu. Und dann kann man den halt ablassen und ja, verriegeln, dass man den hochpumpen kann. Das Problem ist, irgendwie, wenn man den zudreht, man nimmt hier den Griff, kann man hier drehen und drehen und drehen und drehen und drehen und drehen. Der scheint hier unten übergenackelt zu sein. Und das ist ja einfach nur eine alte Schraube. Die kann man hier so ein bisschen rausmachen und zieht dann hier die Stange raus. Eigentlich sollte das so. Dann haben wir hier an der Stange innen drin, in so einem, weiß ich nicht, 4 mm, einfach so ein Sechskant drin. Ne? Und dementsprechend in dem Wagenheber ist ja einfach nur so eine, ja, sieht aus wie das vordere Teil von so einem Imbusschlüssel. Auch einfach nur so ein Sechskant, wo der rüber geht. Und der knubbelt jetzt über. Wenn ich das mal reingreife, ist es ein glatter Schaft. Ja, was macht man da? Ja, man könnte jetzt hier unten die Platte irgendwie aufschweißen und hinfeilen, dass es funktioniert. Das ist eben gerade passiert. Dann dachte ich mir so, ja, was machst du da? Ich brauche jetzt einen Wagenheber. Ist ja alles Käse. Und habe mir dann einfach mal eine Nuss genommen. Ja, mit einer Verlängerung. 13 mm Nuss. Müsst ihr darauf achten, dass es auch eine Sechskantnuss ist und keine Vielzahnnuss. Und diese Sechskantnuss passt genau hier auf diese Aufnahme rauf. Ja, 12 ist zu klein, 14 zu groß. 13 passt ganz gut. Und die werden wir jetzt mal irgendwie an die alte Stange schmeißen. Ja, müssen wir halt eine Nuss opfern. Das ist jetzt auch keine Hochleistungsnuss. Das ist hier irgendwie, ja, weiß ich nicht, Grabbelkiste, Baumarkt. Funktioniert. Ich hoffe, dass das nachher die Lösung sein wird. Ich werde gleich mal die Werkbank. Wie ihr seht, es sieht immer noch aus, wie es aussieht. Ich habe die letzten Tage auch nicht viel gemacht hier, weil echt zwischen den Nachtschichten. Also vor einer Spätschicht, wenn ich morgens um 8 in der Werkstatt bin, schaffe ich effektiv mehr als vor oder zwischen einer Nachtschicht. Echt, da bist du so mürbe. Ja, ist so. So, und diese Stange hier. So. Das werden wir gleich mal alles ein bisschen messen. Ja, es ist halt, ja, so 100% mittig ist das auch nicht. Ich denke mal, die Fertigkeitstoleranzen oder Fertigungstoleranzen sind jetzt nicht so hoch. Und ich weiß auch gar nicht, wo der überdreht. Also es sieht jetzt nicht ganz rund gelutscht aus. Vielleicht passt der Schaft auch nicht, weil die Schraube hier einfach nur da reingreift. Ich mache den ganzen Karempel hier mal ein bisschen sauber. Und dann werden wir es mal ein bisschen messen und werden da gleich mal die Mutter reinlöten. Und hoffen, dass das der schnelle Erfolg ist. Dann am Deutz. Ja, ich habe es ja gesagt. Ja, ich zeige es nochmal. Ich habe die Bolzen abgedreht. Ja, ich kann sie jetzt hier super leicht drehen. Ich kann sie hin und her schieben. Und ich habe hier ein bisschen Spiel im Zugmoll drin. Nicht viel, aber ein bisschen. Alter, ich musste die da rauskloppen. Also der Hammer steht hier noch. Hier. Da, mit einem 5-Kilo-Mottek habe ich die da rausgeprügelt. Ja, war scheiße. Ja, war echt Käse, Leute. Nee, 4/10 abgedreht, kann man jetzt gut reinstecken. Also selbst wenn sie noch ein bisschen das Rosten kriegen, dann kann man sie irgendwann nochmal entnehmen, wenn es sein muss. Mit dem TÜV habe ich geschrieben und telefoniert. TÜV Nord in Soltau.
Und wie ich im letzten Video gesagt habe, ich nehme lieber einen Prüfer, der da richtig Bock drauf hat, aber genau ist, als einen, der so ein bisschen schluderig ist und sagt, ich habe da keine Lust zu. Er hat da richtig Bock drauf. Er freut sich. Ich habe ihn gefragt, ich so, du, Bernd, wie sieht's aus? So und so und so ist eigentlich alles neu. Sieht halt einfach nur alt aus. Nö, freut er sich drauf. Sieht man nicht alle Tage. Und ich hoffe, ich bin in 3 Wochen soweit TÜV fertig. Ne, Elektrik werde ich nach dem Anschluss vom Video, werde ich hier weitermachen. Ein paar kleine Baustellen sind noch, die gemacht werden müssen für den TÜV. Dann soll er dahin. Und aktuell habe ich meinen Plananhänger im Netz drin, ne, den großen hinterm Unimog, der ist bei eBay Kleinanzeigen drin. Der soll weg. Ja, den will ich verkaufen. Für die Nachwelt irgendwann, die sich dieses Video angucken. Ja, was für ein Plananhänger denn? Ja, da draußen sieht man das. Da hinten steht mein Plananhänger. Der soll weg. Ich will auf einen Zivilanhänger wechseln. 4x2 Meter mit Hochplane, den ich auch in das Auto kriege. Da habe ich irgendwie mehr von als so einen reinen Unimog-Anhänger. So, viele Worte, wenig Sinn. Ich mache kurz die Werkbank frei. Dann holen wir mal das schwere Biest hierher. Und dann gucken wir uns das mal genau an, ob wir da eine Lösung hinkriegen. Ja. Das schwere Ding hängt jetzt auf der Werkbank. Ich habe auch super aufgeräumt, also wie damals als Kind schon. Ich habe den ganzen Krempel einfach nur auf einen Haufen geschoben. Funktioniert heute noch. Ja, ich hoffe, wenn die Elektrik abgeschlossen ist, dass es hier mal wieder ein bisschen sauberer wird. Und ich glaube, auch eine Werkbank wird es bald mal neu geben, neue Platten. So, der Wagenheber, gut, hier steht jetzt Löwenzahn drauf. Wenn man mal im Netz guckt, auch bei Amazon. Ja, ich habe mich. Thema Amazon, muss ich noch mal ganz kurz. Ich habe mich ja wirklich ganz lange gegen Amazon entschieden. Ne? Also wirklich lange, immer alles bei eBay, eBay Plus Kunde, war immer alles toll. Und habe dann irgendwann mal Amazon probiert, habe mich dann als Prime angemeldet, weil das wirklich der beste Preis war. Sonst hätte man das irgendwie nicht gekriegt an diesem Prime Day oder was das war. Also ich kaufe da mittlerweile fast alles. Ne? Also keine Werbung, es ist eh schon der reichste Mann der Erde, aber es geht einfach zügig. Bestellen, rüber swipen, top. Nächsten Tag steht der Krempel auf dem Hof. Und die Fahrer auch aller Nationen, die hierher kommen, die kriegen es wirklich gebacken, hier auf diesen Hof zu kommen. Das schafft nicht mal GLS, UPS so und so nicht mehr. Hermes, das sind alles die letzten Läden. Amazon hat bislang jedes Paket pünktlich auf dem Hof gekriegt. Top, muss man einfach mal erwähnen. Auch wenn es nicht immer ganz sauber bei denen läuft, was vielleicht Arbeitsbedingungen angeht. Aber das ist ein anderes Thema. So, jedenfalls, den habe ich mal da bestellt. Und egal, welche Farbe, Form, welcher Name draufsteht, der ist wirklich preis-leistungsmäßig okay. Ich kann mal gucken, was ich finde. Ich kann ihn mal unten reinkloppen. Besser als diese 12-Euro-Dinger. So, jetzt haben wir hier die Verzahnung. Wir haben hier einfach nur einen Durchgangsbolzen. Wir wissen ja nur gar nicht, wie tief steckt das Rohr denn überhaupt drin. Also stecke ich das hier einfach mal rauf, so dass das unten einrastet, dass man verschrauben könnte. Und dann ziehe ich hier einfach mal mit dem Stift einen Strich ran. So. Und dann haben wir schon mal eine maximale Tiefe. Und können da eventuell auch noch mal gegenmessen hier mit dem Messschieber. So, Messschieber. Hier haben wir jetzt, was haben wir denn hier ungefähr? So also 65 rum. Und das ist, ja, Block unten. Der wird jetzt aufliegen. Der Schaft ist ja länger, der ist ja, wie weiß ich, 2 Zentimeter lang. Und wir können die Nuss eigentlich, ja, hier fast bündig reinsetzen. Ich denke mal, ich will den ganz kleinen Kragen lassen. Die müssen wir gleich mal ein bisschen sauber schleifen hier. Und den müssen wir aufbohren oder aufschleifen. Und da denke ich mal, werde ich hier so einen, ja, zylindrischen Bohrer nehmen, so einen Stufenbohrer und hier einen Akkuschrauber. Und dann schieben wir hier den Akku rein. So, und dann werden wir es da gleich mal ein bisschen aufrödeln. So für Rohre und Co. habe ich immer, nutze ich hier sowas. Das ist einfach nur ein Stück abgesägter Winkel mit dem Flacheisen unter. Super primitiv, ist in wenigen Minuten gebaut. Kann man hier einfach rauflegen, dann rollt das Ding nicht weg. Auch hier hinten. So. Und dann haut er hier schon mal nicht ab. Dann kann man hier diese Billigzangen, das ist hier auch Discounter, haben sie ab und zu mal im Angebot. Und die sind gut.
Ich weiß gar nicht, was die dann kosten. Kann man hier mit einer Hand einfach anzwingen. Und dann kann man hier vernünftig bohren. Andere Seite können wir noch einen ranmachen. Dann ist die Stange fix und fest. Dann können wir den aufbohren. Dann werde ich jetzt die Nuss einfach mal messen, was wir hier außen haben. So, wir haben jetzt hier 18. Und dann werde ich so ungefähr hier mal gleich messen. Muss ich gleich mal ein bisschen drehen, weil das ja zwei Schneiden sind, muss man über Schneiden messen. Dann werde ich bei 18 mal einen Strich hinziehen. Und dann wissen wir, wo wir ungefähr hin müssen. Dann können wir uns nachher rantasten, dass wir hier einen ganz kleinen Kegel haben. Den können wir dann nachher hier reinstecken und den verschweißen. So, der Plan. Ich verfrachte euch mal kurz aufs Stativ. Da könnt ihr dann mal kurz zugucken. Dann machen wir es da mal ein bisschen sauber, ob wir es mit der Flex machen oder mit dem Nasenschleifer. Ich denke mal, Nasenschleifer ist das Einfachste. Und dann löten wir den da einfach mal kurz mit Wick ran. Schutzgas mache ich eigentlich mal ungern hier in der Werkstatt, wenn hier mal alles voll liegt. Und hier liegt gerade ganz viel Müll und Pappe rum und irgendwelche Putzlappen. Und bei Schutzgas, wir haben natürlich einen wilden Funkenflug. Und wegen der Brandgefahr gehe ich meistens bei sowas hier auf Wick über. Genau, bis gleich. Ja, wir machen jetzt eigentlich gar keine große Aktion draus. Kommt jetzt ein Stufenbohrer durch. 18 mm hat auch die Nuss. 18 genau haben wir hier auch drauf. Und den werde ich jetzt mal versuchen, einfach mal durchzuäumeln. Ja, so ein bisschen Flutsch hier ran. Mal gucken, was er hier so sagt, wa? Ja. Mal gucken, ob wir die noch nachschleifen. Ja, Lackmaß runter, hier mit dem Nasenschleifer von Power Plus, eigentlich auch nur günstig Segment, aber läuft seit Jahren super. Und jetzt die Nuss werden wir noch einmal ein bisschen schleifen, weil ist ja hier alles Chromvanadium, die äußere Schicht, die muss ein bisschen ab, die lässt sich ganz schlecht schweißen. Jetzt werden wir hier die Verlängerung einfach mal umstecken von innen. Dann können wir das Ding jetzt hier gleich ein bisschen reinprügeln. Geht schon stramm, ne? Mal ein bisschen aufbohren. Ein bisschen ansenken hier oder was? Ich will euch ja nicht zu doll langweilen. Ich schleife den kurz ein bisschen auf und dann sind wir gleich wieder zurück. Ja, ich bin gespannt. Sollte eigentlich funktionieren, oder? Ja, Schraube lösen. So. Dann rutscht hier wieder in den Bund rein. Tipptopp. Den können wir jetzt verschweißen. Der Kragen von der Nuss, der muss natürlich weg. Wegen der Aufnahme, sonst passt das Ding ja nicht dadurch. Oder ihr nehmt eine lange Nuss, gibt es ja auch. Die sehen ja dann, ja gut, das sind jetzt gehärtete. Und das sind hier lange Nüsse. Die haben längeren Schaft, die könnte man nehmen. Aber die war jetzt gerade da und die war über. Und da werde ich jetzt mit Wick einfach nur einen rumziehen. Und das ist wieder schicki, würde ich sagen.
Das soll es gewesen sein. Habe es ja aber ein bisschen angelötet. An drei Stellen. Komplett habe ich es jetzt nicht eingeschweißt. So, jetzt muss der Bolzen so ein bisschen in der Mitte sein hier. So. Und wenn man das jetzt wieder einführt, ganz sachte. So. So. Licht an. Dann können wir hier, wo haben wir jetzt die Schraube hingeschmissen? Boah, Schraube. Da ist die Schraube. Ja, das ist nämlich einfach nur so eine, ja, Tüdelü-Schraube. Die geht hier einfach nur rein, dass man das Ding ja nicht rauszieht. So, muss man aber nicht ganz festknallen, sonst kriegt man es nicht mehr gedreht. Dann kann man hier wieder richtig anknallen, den Hobel. Geil. Erfolgreich repariert mit, weiß ich nicht, maximal 2 Euro Materialaufwand. Ich denke, das wird auch nicht mehr kaputt gehen. Da ist jetzt richtig schön Verbindung drin. Ich weiß gar nicht, für so einen Hersteller wäre es doch wahrscheinlich gar keinen großen Akt, da so einen Sechskant einzupressen, oder? Wäre wertig. Ansonsten, dieser Wagenheber, ich weiß gerade nicht, wo er aktuell liegt. Ja, es ist alles teuer geworden. Ich denke mal irgendwie so bei 200 Euro rum. Taucht, haue ich unten rein, ebenso den Fingerschleifer. Da habe ich wirklich mal auf günstig gesetzt. Makita haut auch einen raus, ich glaube, der kostet 250 Euro. Die hier, so wie sie aussieht, habe ich meinen kompletten Unimog mitgemacht, die ganzen Ecken. Kostet, glaube ich, bei 50. Taucht und die Bänder sind auch echt günstig. Die kann man kaufen in so einem 5000er Pack für 10 Euro. Übertrieben gesehen, kostet nicht die Welt. Und ja, Ziel war eigentlich wieder heute zu zeigen, dass man mit eigentlich wenig Geld und eigentlich wenig Aufwand viel erreichen kann. Ja, ich sag mal wirklich, Schrauber, die hätten ja auch so eine Lösung gefunden, genauso wie ich oder eine andere Lösung. Es gibt aber auch genug Leute, die hätten jetzt gesagt, oh, Stange ist kaputt, kann man nicht mehr spannen. Die hätten dann ein paar Mal noch mit der Zange irgendwie dran rumgedreht. Und dann wäre das Ding wahrscheinlich zum Schrott gegangen, weil sie keine Ersatzteile kriegen. Na? Einfach denken, einfach machen und Erfolg haben. Genau. Freut man sich drüber, funktioniert wieder. Hat wohl bislang immer noch so gerade just funktioniert. Jetzt war gerade mal Feierabend. Schön. Ich werde mich jetzt an die Elektrik stürzen. Kurz nach 2. Ich werde jetzt irgendwie nochmal 3-4 Stunden Elektrik machen. Irgendjemand hat auch kommentiert mit meinem Bougierrohr. Ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht auf der Kette. Das habe ich ja hier alles ganz toll eingepackt. Und er sagt, das ist doch alles dicht, aber wenn mal Wasser drin ist, kommt die Suppe nicht mehr raus. Sowas nehme ich natürlich dankend an. Ist ein guter Einwand. Hätte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht dran gedacht, wenn mal wirklich Wasser reinkommt, wie soll es wieder raus? Also werde ich jetzt an den tiefsten Stellen. Das heißt hier, wo sich wie so eine Art Siphon bildet, das heißt hier unten an der Achse, da, weil das ja alles im Gefälle läuft, genauso wie hier unten oder hier irgendwo, werde ich unten ins Bougierrohr ganz vorsichtig, um die Ader nicht zu treffen, ganz kleine Keile reinschneiden mit so einem Elektriker-Seitenschneider, dass da die Suppe ablaufen kann. Dann kann der ganze Kram auch ein bisschen atmen. Wasser von unten kommt nicht rein, kann aber ablaufen. Sehr guter Einwand, wird natürlich sofort umgesetzt. Ja, Elektrik funktioniert. Ja, gut. Ja, ich glaube, Elektrik reicht. Vielleicht am Tüdelmittwoch den mal zeigen, was so geht, wenn ich es jetzt auf die Kette kriege, den Warnblinker zum Laufen zu kriegen. Kleine Glühbirnchen, ja, Leuchtmittel habe ich mir gestern organisiert. Das ist auch so ein Leiden, es gibt ja so viele Glühlampen. Da packe ich eigentlich mal ganz gerne den Krempel auf den Tisch und sage, was ich brauche. Ich habe jetzt gar nicht mal eine Ahnung, weil mein super aufgeräumtes hier, ich habe keine Ahnung, wo es ist. Diese Glassockelbirnen, hier sind sie.
Ja, das sind so eine ganz kleinen Glasdockelbirnchen, die da reinkommen. Ich habe keine Ahnung, 2 Watt oder was die haben. Genau, die werde ich da gleich reintüdeln, werde das alles mal ein bisschen durchmessen, den Kram zum Laufen zu bringen. Und dann sind wir wieder ein kleines Stück weiter. In dem Sinne, dafür, dass es eigentlich gar kein Video geben sollte, haben wir doch noch was gemacht. Ja, danke Wagenheber, dass du kaputt gegangen bist. Sonst hätte ich euch irgendwas vom Wetter erzählt. Und ja, sehr schön. Danke fürs Zusehen, Leute. Gerne abonnieren, gerne unten kommentieren, gerne auch teilen, empfehlen. Ja, ich möchte jetzt die 10.000 Abonnenten bald mal packen, dass wir mal vorankommen, ein bisschen positive Energie bekommen und Motivation. Von daher, Leute, habt einen schönen Samstag, schneit nicht ein. Ja, bei uns geht's, hier ist wieder nichts. Ja, ist schon weggetaut, aber 30, 40 Kilometer weiter Süden liegen 10 Zentimeter. Leute, reingehauen, munter.